So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt werden wir mal das Messingblatt lauspolieren. Grob vorpolieren werden wir das. Da mal die mehreren groben Sachen hier unten sind. Das wird dann schon relativ schön. Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Sonst geht das Glätter drauf. Dann schleifen wir das Griffmaterial einfach an. Dann werden wir es anpassen. Das wird jetzt weiter anpasst auf der Baumschleifen. Dass das schon halbwegs dazu passt. Dann tun wir da mal ein bisschen. Und dann werden wir das einmal grob aufpolieren. Aufpassen, ganz saubere Finger. Weil aus dem Hirschhorn geht die Schmier nicht mehr raus. Nicht mehr so leicht. Da machen wir jetzt das Nierten, die Köpfe. Ich habe eine Seite einmal in den Nierkopf gemacht. Hier haben wir da einen runden Durchschlag hergekriegt. Griffmaterial haben wir da. Und jetzt bauen wir es zusammen. Aufpassen, wieder die richtigen Nummern hernehmen. Sonst bringst du das auch nicht auf. Ich habe da zum Beispiel Kupfernickel. Kann man ein Silbermaterial nehmen oder Messing. Was einem halt gefällt, oder? Oder was man daheim hat. Wir haben ja gerade reingebastelt. So, jetzt klopfen wir das zusammen, bevor wir es vernierten. Und ein wenig nachgeschlagen. Die Nierten ein wenig versenkt. Dass sie ein wenig einsteigen. Ja, dass sie nicht vier schauen. Dann werden wir es zusammen machen. Hier haben wir da ein wenig so einen Knecht gemacht, wo ich das Messer einspanne. Unten Körner und oben auf drauf haben. Wichtig ist, dass wir ganz genau sitzen unter sich. Und dann kleimen wir es nur zusammen mit der Grippe zusammen. Die Nägel werden natürlich zuerst oben angezwickt, ist auch klar. Bonierten ist Vorsicht geboten. Nicht zu wild draufhauen, sonst sprengt es das Material. Wer will, kann auch das noch alles verkleben. Zuerst. Normal hält das Bomben fest. So, das haben wir jetzt soweit. Jetzt haben wir das verniert. Müssen wir haben. Und jetzt schleifen wir das ganze überstandige Material schleifen wir jetzt runter. Ich nehme da wieder mein 240er Bantel. Nicht zu wild einschleifen. Das ist die Struktur weg von das, was wir eingeschliffen haben. Die Klinge und das Heft. Jetzt machen wir noch einen Grad auf. Aufs Messing und über die ganze Klinge, also über den Rücken drüber. Darf nichts feststehen, sollte nichts. Jetzt machen wir das Plattel, jetzt schleifen wir das Plattel zu. Ein wenig schräg anlegen, damit man nicht das ganze Hirschbein überschleift. Und hinten auch schön. Schön gerade. Auflegen lassen. Wenn es zu heiß wird, dann gehen können. Zu heiß soll es nicht werden.
Wenn wir das Griffmaterial noch ein wenig anschleifen rund. Das machen wir zuerst mit den Bandschleifen. Das ist ich wieder so. Und dann nehmen wir noch ein 500er, 600er Schleifpapier. Und fahren dann noch nach. Schleifen wir das schön glatt, bevor wir es polieren. So, da haben wir jetzt einmal unsere zwei Stücke. Wichtig ist das Abkleben von den Messingteilen. Also, sobald du das Messing reinkommst mit dem Polieren, ist das Material schwarz. Das Griffmaterial schwarz. Und das bringst du nicht mehr raus. Oder zumindest sehr schwer. Da haben wir ein wenig Holzpolierpaste. Schau, dass du nicht das Eisen reinkommst. Jetzt haben wir einen schwarzen Strich. So, jetzt werden wir das Messing polieren. Dazu müssen wir wieder abbiegen. Dann müssen wir das Hirschhorn abbiegen, da das nicht schwarz wird. Das geht mit dem Kreppband ganz gut. Am gescheitern ist, das ganze Griffmaterial zu machen, wie ich das gemacht habe. Dann kann nicht recht viel passieren. Jetzt werden wir das vorpolieren. Das mache ich mit drei verschiedenen Scheiben und Polierbürsten. Da können wir in den schönen Spiegel schauen. So sollte das sein. Dann werden wir die Klingen werden wir wieder vorpolieren. Über das Muster drüber, da das ein Grat ist und gescheit vorpoliert ist. Da nehme ich auch wieder grobe Scheiben, eine mittlere Scheibe und zum Schluss eine ganz feine Scheibe zum Aufpolieren. Das schaut schon ganz gut aus, da kann man sich schon in den Spiegel schauen. So in etwa sollte das ausschauen. Da haben wir das Ergebnis. Und jetzt machen wir noch ein wenig Schneid auf. Das mache ich Freihand, circa 7 Grad. Ziehen wir die Schneid auf. Da ungefähr 1 Millimeter. Millimeter schneide ich. Und aufpassen, dass es nicht heiß wird. Weil alles, was heiß wird und blau wird, müssen wir wegschleifen. Aber da kommt es dann selten drauf. Wenn das Messer aber kleiner wird. Dann werden wir so lange drüber ziehen, bis da ein gescheiter Grat wird. Ein Grat nennt man das bei der Schneifahrer, das was wir dann wegpolieren. Wenn kein Grat wird, wird kein Schneid nicht. Das ist bei allen so. Den Grat polieren wir weg. Und dann machen wir mal ein wenig so eine Polierpaste drauf. Eine ganz feine. Der Grat leichter weg und eine gescheite Schneid wird. Das ist ziemlich sicher wahrscheinlich. Dann machen wir mal die Probe, ob das überhaupt schneit. Cool. Ja. Das schaut ganz gut aus. Papierblattl nehmen wir, drüber schneiden. Da haben wir schon mal nichts falsch gemacht. Und so schaut das Ergebnis aus. Vom fast fertigen Messer. Abonniert unseren Kanal. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr versäumt. Wenn das Video gefällt, gebt ein Like. Das Abo ist natürlich kostenlos, aber nicht umsonst.
Dann bis zum nächsten Mal.